Das hätten wir gelöst. Und da ist noch etwas. Muss er lassen sein. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, kommt als nächstes dann das andere Kind mit diesem Riesen. Ach so, warte mal. Ich hoffe, wir können noch dahin. Ah, das hier? Nee. Shit. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verpasst. Da müsste ich irgendwo runtergehen. Und zwar hier hätte ich gemusst. Shit. Wie komme ich dann hin? Wie können wir da raufklettern jetzt? Na toll. Okay. Da kann er rauf, gut. Dann ein bisschen hier rauf, oder? So. Okay, dann müssen wir hier hoch, okay. So. Was ist denn hier? Okay. Ort der Macht. Oder was anderes. Ort der Macht, okay. Gut. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Nein, wirklich. Das hätte ich jetzt niemals gesehen. Okay, das hätten wir. Noch ein Point. Dann. So. Okay, und sonst. Eine Truhe oder so etwas ist ja nicht. Okay. Was haben wir noch hier an Fragezeichen, wenn wir schon mal hier sind? Da ist noch etwas. Und da drüben. Okay, nee, das war da, genau. Okay. Hier hin. Das ist diese Richtung, okay. Können wir dann vielleicht dahin sliden? Aber wir sollten mal speichern vorher. Erstmal speichern hier, stopp. Geralt, hör auf zu rutschen. Hast du's mal? Okay. So, noch einmal. Vorsichtig. Okay, naja. Müssen wir den Rest laufen oder auch nicht? 2 Meter gefallen und schon tot. Toll. Okay, noch einmal. Diesmal aber richtig. So, noch einmal, noch einmal. Vorsichtig. Vorsichtig rutschen, nicht abspringen. Nicht abspringen, habe ich gesagt. Okay. Dann machen wir es halt anders. Da Geralt zu blöd ist. Okay. Noch einmal. So, warte mal kurz. Erstmal. Ah, stimmt, wir haben. Moment. Wir haben hier noch was anderes. Wo ist denn das? Hexauftrag. Ah. Das ist ja auch noch hier. So. Ganz ruhig. Speichern und dann gehen wir hier. So. Hui. Schön. So. Hui. So, das Rutschen macht Spaß.
Wenn Geralt es richtig macht. So. Da ist noch eine Hütte, okay. Was haben wir hier? Was ist das denn? Okay. Das ist nix. Überhaupt nix. So. 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 Hm, ist ja toll. Okay, reden wir zuerst mit ihm. Könnte sein, dass es in dieser Richtung ist. So. Na dann. Was hast du für ein Problem? Hier. Ja. Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut pestering me. I hung a notice hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? My sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Okay. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Ja, kann ich machen. Danach. Finding Nils won't be easy. Reward you posted's not enough. Bring him home, and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Nils? Das kommt später. Jetzt erstmal, komm, 30, so. Well now, dunno, would you consider dropping it a bit? Nein, das wird angenommen. Well now, dunno. Nein, das wird angenommen, verdammt. So. Well now. Lass mich verarschen. Löse das Angebot. Well now. Ich glaube, ist das scheiße. Well now, dunno. Ja, ernsthaft. Agreed. Na geht doch. I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Brit and Nils had their favorite spot. Cliffs north of the village. So der Weg ist, wandert sie da rum, also toll. Thanks. I'll go. Ja, komm, ich will nicht mehr mit dir labern, halt's Maul. Ja, was, ich will nicht knausern. Ja, 5 Foren ist schon zu viel. Ist klar. Ist klar, du Typi, du. Da drüben, okay. Wo ist denn hier im Moment? Da ist der Weg nach draußen, da muss ich hin. Also auch noch ein Weg. Ach da. Ja, halt's Maul. So, erstmal dieser Weg da. Und jetzt. Da vorne hin, okay. So, hier. Okay, warte mal kurz. So. Na, wie geht's euch? Sind alle weg. Alle weg. Ach. Na. Darkness behind you. Na. Zum Schlafen, okay. Und, wo ist die Tochter? Wo ist denn die Tochter? Da. Got a minute? Ah, nö. Farewell. Tschüss. Okay. Denen geht's gut. Schön. Schön. Wenn wir schon von schön reden, dann muss Roche natürlich ran. So. Gut, gehen wir kurz dahin. Erforschen dieses Ding und das war's dann. Du.
Tja. Was haben wir denn hier? So, jetzt müssen wir hier lang. Mein Schatz. Banditen. So, hat's Maul. Das ist ja toll. Er ist auch tot. Doch nicht das. Tja, ja. Mhm. Hast recht. Da sind noch zwei. Wo sind die denn? Warum brenne ich denn? Was soll das? Werd mich angezündet. Ha, komm her. Ja, ein Schildhaini. So, nimm das. Tja, ohne Kopf kannst du kein Schild führen. Das ist meine Logik. Hm. Schön. Gut, das war das Banditenlager. Interessant. Na komm, beruhig dich. So. Okay. Mit. Achso. Okay. Das ist alles. Ja, nee, das ist noch mehr. Naja. Besser als nix. Und sonst. Was ist ja schon? Okay. Das da unten ist unwichtig. Ist da drüben? Okay, gut. Dann hätten wir hier halt noch was. So. Okay. Ja, gut. So. Ich würde sagen, es läuft gut mit der Quest und so. Keine großen Ablenkungen mehr. Tja. Na, schön hier. Tja, ja. Na, ist ja toll. Hier ist ja ganz toll. So. Laufen, laufen und wir müssen hier hin. Laufen, 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 laufen. Immer weiterlaufen. So. Okay. Mhm. So. Und du bist da drüben, okay. Da bist du. So. Na, was geht? Need to talk to you. Leave me be. Nö, nö. Did you see Nils die? I saw a shadow. Great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Okay. Gotta explore those caves Britt mentioned. Eine Höhle, was für eine Höhle? Ja, sie ist ganz da drüben, er leckt mich doch. Okay. Dann gehen wir zuerst hier hin. Toll, noch wieder den ganzen Weg zurück. Hätte ich das mal gewusst. Hab ich aber nicht.
Egal. Aha. Da reitet ein Feind. Nicht? Okay. Ist kein Feind. Interessant. Mach mal Platz hier. Das ist ein Dorf, okay. Hof. Interessant. So. Was haben wir denn hier? Willst du mich verarschen, junge Mann? Du bist doch scheiß im Kopf. Blöder Scheiß, Junge. Okay, hier ist eine Arena. Ach so. Gut, dann gehen wir wieder. Ja, das ist eine Quest. Gehört aber bestimmt zur Arena, oder? Könnten wir mal annehmen. Aber eine Arena, ja gut, die Stufe 30. Erscheinung. Okay, eine Erscheinung ist hier. Das sollte dann leicht sein. Druids aren't any good with wraiths. Oh, suppose you're better. Shut your gob. He's better than any. That's a witcher there. Listen, it's our arena. We got a wraith that haunts it. Damned if we know how to drive it off. Do you think you could manage? Okay. This wraith, I can probably manage it. Need the details. What do you want to know? Was ist das für einer? Know anything about this specter? When did it first appear? My granddad told me. His granddad said the wraith was called Ula the Unlucky. Lost every bout he entered, yet always recovered from his wounds. Ula weren't even able to die like a man. One day, Jarl Thormar called a tournament in the arena. In those days, they drew lots to choose their foes, and the Jarl drew Ula the Unlucky. Jarl was cocksure he'd win, so he mocked Ula, ridiculed him till all in the stands were crying with laughter. Finally, he raised his arms in triumph, and that's when Ula, who couldn't take it no more, stuck a dagger in his back. As he died, Thormar cursed Ula. May ye lose again and again for centuries on end. That's what he said. Ever since, Ula's haunted the arena, looking for a fight and getting a few. Mean there have been those who've tried to defeat him? You kidding? Everyone's beaten him. Poor bugger keeps coming back, though. Can't organize no normal fights precisely. Ist auch klar, warum. Ernsthaft. Wow, die Lösung ist doch so klar. What kind of an arena is this? It's an arena, like any other. The custom was for the best warriors to clash here. Speakerog bouts were famous all across Skellige. Then one day a wraith showed up. How did you know? Told you. He's a witcher. A cunning man. He knows these things. Okay, ihr seid doch alles Idioten. All right. Could try my hand at driving away this specter. Not for free, though. Get it done, and we'll pay you the champion's purse. And a premium from our earnings to come. Once the fighting begins. After the curse is lifted. Oh, sure you're not getting carried away there? A little lie, but fuck it. Witcher gets rid of the wraith. He'll deserve a premium from the earnings, he will. Na schön. So be it. One time only, though. Sounds reasonable. Wait for me here. Shouldn't be too long. Ja, die Lösung ist doch einfach, okay. Er ist dazu verflucht, immer zu verlieren. Tja, und deswegen wird der Fluch sehr wahrscheinlich gebrochen werden, wenn er gewinnt. So einfach ist das. Nö, du wirst jetzt gewinnen. Dann bist du frei. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. All defeat Ula the Unlucky.
Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, spectre of the arena. I've heard them all 1,000 times. Dreadful sick of them. Mhm. Das war langweilig. You're no typical wraith. Why not? Because I don't shriek threats and warn you of your death. Oh, that's simple enough. Plain bored of that. Besides, I know how it'll be. You'll spit out some insults, pierce me with your sword, and I'll then disappear, only to be back here again in a few days. Ja, nee, nicht mehr. And it'll be so with those who come after you. Such is my fate. I'm to tarry here till the world's end, losing every fate along the way. But you've not come to chat. Draw it, swing it, get to work and defeat the ghost of the arena. Draw your weapon. Draw in. We'll make it quick. And not too much drama if you don't mind. Na los, besieg mich. Autsch. Ich verliere. Oh nein. Autsch. Ich werde verlieren. Autsch. Hab verloren. I defeated you. Seems so. Congratulations. But what happened? I was to lose till the end of time. What's that? I hear laughter and joyous cries. The clanking of chalices and a voice summoning me to the Feast of Heroes. You let me win. You freed me. Thank you. The gods be with you. Ja, Ruhe und Frieden. Farewell, Ghost. Das war easy. Tja, und dass keiner auf die Lösung kam, ernsthaft. Tja, Meister der Arena, das sind wohl wir. Interessant. Ja, darauf ist man ein Hühnerbein. Ein Chicken Leg. Schön. So, geschafft. Greetings. Tja. Ghost shouldn't pester you anymore. Drinking meat with his ancestors by now. I knew you'd manage it. Well, Gunnar, me winning. Here. You bet on it? Should have seen it. I said you'd pull it off. Gunnar said there weren't a chance. That's why he's got that sheep's arse frown now. See that frown often, when it's time for me to get paid. You needn't fret. We're honorable folk here. This is for you. And remember, you get a cut of the earnings once we get the arena up and running again. I'll remember that. So long. Ah, schön. Kehre später zur Spike Arena zurück, um den Anteil der Löse abzuholen, okay. Ja gut, das könnte auch sein, dass hier vielleicht das Finale von diesem Box-Ding kommt. Box-Arena-Quest, naja. Aber das ist noch zu hoch, Stufe 30. Na, das kommt später. Okay, interessant. Wo war jetzt Hexauftrag? So, machen wir jetzt hier weiter. So. Okay. Das ist interessant. Na gut. Was hätten wir? So. Na gut, wir können schnell reisen. Dann geht's schneller. Mit der Schnellreise geht's schneller. So. So. Das war alles geplant, das freizuschalten, dann geht's schneller. Dann können wir das schneller lösen. Ist alles geplant. Oh. Da wird's kämpfen. Ja, da komm mal her. Du Zyklop. Okay, was war das für ein Schlag? Also toll. Zyklopenheini. Wie hat mich das getroffen, hä? Also toll.
Ui. Hast du's mal. Tschüss. Tja, die sind auch leicht zu besiegen. Ach man, hätte ich mal Todesmarsch gewählt. Dann wäre mal etwas Herausforderung da. Selbst die Bosskämpfe sind leicht. Und das auf Blut, Schweiß und Tränen. Tja. Egal, vielleicht kann man das bei New Game Plus ändern. Ja, mal schauen. Ansonsten ist es auch egal. Die Höhlen, die Brit erwähnt hat, okay. Das hier. Warte kurz. Stinks of Carrion. Necrophages. Trunkene. War ja klar. War ja klar, dass diese scheiß Typen wieder hier sind. Als Maul. So, komm her. Du willst auch noch was? Na, dann komm her. Das ist das süß. Schnauze jetzt. Du willst auch was? Na, dann komm her. So. Böde Ertrunkene. So. Drowners couldn't possibly lift nails into the air. Was haben wir hier? Siren tracks. A very big siren. Sehr groß. Ah, interessant. Okay. Was ist denn hier oben? Was ist das denn hier? Okay. Hä? Was ist denn hier oben? Okay, interessant. Hui. Was haben wir hier? Brief an Ingeborga Kalebs Dotter. Bärenarmbrust. Interessant. Meine liebste Ingeborga, unleserliches Fragment. Am ersten Tag des Sommers in Fort Triasach eingetroffen. Dort hielt er sich auf und leerte mehr als ein Fass Met mit dem Jarl. Bald waren sie dicke Freunde. Eines Tages dann ließ Jarl Torgeier mich rufen. Nach Spikerug soll ich mit ihm segeln und ihm zeigen, wo die meisten Sirenen zu finden seien. Ich übertreibe nicht, meine kleine Gemse, wenn ich dir sage, dass ich mein Lebtag keinen Krieger wie ihn getroffen habe. Er ist schlüpfrig wie ein Aal und stark wie ein Bär. Als die Sirenen auf uns eindrangen, hatte ich meine Axt noch gar nicht richtig gepackt. Da hatte er sie schon alle niedergemacht. Und seine Waffe, solcherlei sah ich nie, eine Armbrust, aber so klein, dass er sie einhändig führt. Ich weiß, dass er eine Zeichnung davon in den Satteltaschen mit sich führt, weil ich sie sah, als er packte. Wenn er schläft, werde ich versuchen, eine Kopie anzufertigen, die ich unserem Schmied auf Hans Gellig geben kann. Auf dass er weitere Armbrüste anfertige. So können wir uns vor den Sirenen schützen, falls sie zurückkehren. Okay, sobald der Tag anbricht, verschwinden wir, es kommen immer mehr Sirenen, meine Hände sind taub. Vom Schwert schwingen, ich bin erschöpft, doch der Gedanke an dich gibt mir Kraft. Bäh. Und ist gestorben. Ah, tja. Okay, interessant. Eine Bärenarmbrust. Ach stimmt, die Bärenschule gibt's auch noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Das wäre auch interessant, mehr darüber zu erfahren. Bärenschule und Greifenschule, ich glaube, davon kenne ich noch gar nichts. Was das für eine Schule ist. Ja, die Viper-Schule wurde ausgelöscht mit Leffo und so. Ja gut, was das jetzt eine Schule war, genau wissen wir auch nicht, aber egal. Wir wissen, die wurden vernichtet und Leffo wollte es wieder aufbauen. Ja, und die Katzenschule hatten wir schon ein paar Mal. So. Die wurde auch ausgelöscht. So. Tja, und hier sind Schätze, schön. Nichts einzusammeln. Okay, da oben. Eine einzelne Kiste, ist ja toll. So. Das ist ja nichts, okay. Aber da ist etwas. Okay, was ist das denn? Okay.
Was haben wir denn hier? Ich komme da nicht durch. Jetzt komme ich durch. Okay. Strange scale color. Not your everyday siren. Okay. Ah, eine spezielle. How you like that silver? Ja, wie schmeckt dir das, hä? Erzähl doch mal. Oh, zu spät. Kann ich aus dem Reden. Okay, was haben wir hier? Melusine, the mad and dangerous lady of the depths. Hm. Clearly used to be worshipped here. Same scales as on the altar. Melusine cult didn't appear out of nowhere. Echidna's been living here a while. Went into hibernation some time ago, but it's awake now. And it's hungry. Melusine. Okay, interessant. Hm. Was es für Monster gibt. Ja, sehr interessant. Finde Melusine in der Höhle, okay. Ja, wir haben hier noch einiges zu sammeln. Was haben wir hier? Hm. Da ist doch noch was. Zum Untersuchen. Ah, da ist wohl vorbei. Okay. Ah, ja. Da wurde was entlang geschleift. Okay. Ah, interessant. Hm. Okay, Melusine, was bist du denn? Was bist du denn? Melusine, ein Hybrid, okay. In den Bergen in der Nestorvisona. Wurde wegen einer Blutrünstung in Echidna namens Melusine, die darin lebte, ein riesiger Bogen um die Höhlen gemacht. Was war eine mächtige Besser, dass sie von einigen Inselbewohnern halbgöttlich als Wesen verehrt wurde? Ach so. Kann es auch in der Sonne, wusste, dass sie zwar sonst mächtig war, aber immer noch ein Monster. Hm, allerbesten Polzen, okay. Feuer und Art. Katechi, okay. Interessant. Na dann. Kämpfen wir. Müssen wir sie ja vorlocken. Was ist das denn hier? Hm. Brennfässer, okay. Das könnte nützlich sein. Okay. Hm. Nichts versteckt. Überhaupt nichts. Ach, schade. Okay. So. Trunkene. Betrunkene Party. So. Komm mal alle her. Hm. Jetzt bist du dran. Komm her. Schnauze hier. Und du auch. So. Ba. Tja, was waren die? Hm. Weiter oben? Okay. Ja, gut. Hm. So. Na schön, gehen wir. Da bin ich mal gespannt. So. Upsa. Hm. Nester. Können wir die zerstören? Sind du nicht, okay. Oder unwichtig. Ah, da ist Nils. Tja. Hey Nils, lebst du noch? Geht's dir gut? Nils. Gotta be. Some monster dropped him from high up. Britt wasn't lying. Hm. Na dann. Hier kommt der Bräutigam. Genau da. Komm runter. Kommst du nicht runter? Hm. Okay, warte mal kurz. Dann wird es Zeit hier zu rüsten. Einmal Kartetsche. Und Hybridöl. So. Gut. Hm.
Kommst du runter? Okay, es macht nichts. Oder doch? Ja toll, in der Luft, willst du mich verarschen? Da kann er dich bestimmt treffen. Komm jetzt mal her, meine Fresse. Pest, schon tot? What the fuck? Okay, das ging schnell. Oder habe ich die Kehle getroffen? Hm. Keine Ahnung. Wo ist denn der Haufen? Da ist der Haufen. Lass mich halt, okay. Assassinenhose hat sie gefressen, okay. Hm. Eine Kidna. Interessant. Das war auch easy. Hm. Irgendwie ist jetzt alles easy. Ach Mann. Welche Schwierigkeit haben wir? Zeig mal her, Spiel. Wo ist denn das Schwierigkeitsgrad? Blut, Schweiß und Tränen. Ich glaube, das andere ist ein Todesmarsch, genau. Tja. Okay, Quinn könnte ich noch erhöhen. Interessant. Hm. Ach, naja. Hol dir deine Belohnung, okay. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier. Wir sind denn dahin? Ganzen Weg zurück. Okay. Hm. Na schön. Wird am hier was Interessantes? Das sieht wie ein Weg aus. Okay. Eine Abkürzung, gut. Das spart Zeit. So. Okay. Dann hätten wir diesen Auftrag auch. Ja, Nils konnten wir leider nicht mehr retten. Ganz knapp haben wir es verpasst, ihn zu retten. Hm. So. Tja. Okay, dann würde ich sagen, komm nachher das mit dem Riesen. Hm. Und dann kommt bald die Hauptstory. So. Okay. Interessant. So. Ach, mach doch mal. Kannst du tun. So. Ja, wir haben es geschafft. Master Witcher? Mhm, das bin ich. Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. Ah, sie hat sie. Spoke true. A beast took Nils. And killed him. Body's in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would you mind telling Brit what happened to her betrothed? Ja, kann ich tun. Fine. I'll talk to her. It's the least she deserves. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Hmm. Take this. Hard work deserves payment. Ja, farewell. Verständlich. Tschüss. Also das mit seiner Schwester und so. Gut, gehen wir noch schnell dahin. Ganz schnell. Mhm. Dann können wir gehen. Tja. Noch ein Auftrag abgeschlossen. Schön. Der Fortschritt wird immer mehr. So. Need to talk to you. Leave me be. Schon wieder? Ja, hier. Your betrothed is dead. An echidna captured and killed him. Nils. This won't bring him back, I know. But I avenged him. Killed the beast. Thank you. Knew all along he was true to me. And so I'll vow to be true to him for the rest of my days.
Take this gold. It ain't much, but I want you to take it. Ah, nee. Ich hab schon die Bezahlung erhalten. Thank you, but I won't accept any coin from you. Why do you offend me so? Don't take it the wrong way. There are things even a Witcher shouldn't take coin for. So, ist mir egal. Ob das als Beleidigung ist oder nicht.